5 Millionen. Auf einmal oder in Raten? Ja, ist mein voller Ernst. In 14 Tagen habe ich sie. Und ich? Du bist beteiligt. Du hast mir damals geholfen, du hast mich aus der Misere herausgezogen. Dafür bin ich dir dankbar. Aber du darfst mich nicht in deine dunklen Geschäfte hineinziehen. Hemmungen? Ja. Das ist so einfach. Das ist eine elegante Angelegenheit. Diesmal brauche ich die ideale Verbindung, Geist und Charme. Komplimente unter uns? Wozu? 5 Millionen, du kannst dich zur Ruhe setzen. Vielleicht auch wir beide unter Staatsaufsicht. Jeder in einer Zelle für die nächsten 10 Jahre. Ich trage gestreifte Kostüme nicht gern. Dann mach dich nicht lächerlich. Hast du die Schiffskarte vormerken lassen? Ja, ich mach dich aber darauf aufmerksam, in Europa haben sie keinen Humor. Aber ich habe es mit 3 verkalkten, in Gold gefassten Millionären zu tun, denen genügt es, dass ich ein Ehrenmann bin. Elf Uhr? Jetzt warten wir schon eine Viertelstunde. Männer mit unserem Bankkonto lassen sich das bieten. Pünktlichkeit war ja nie deine starke Seite. Tja, das kann man nur mit seiner Jugend entschuldigen. Ich bitte um Entschuldigung. Meine Herren, ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen, die ich erstaunlich nenne. Zur Sache. Verzeihung. Ja. Ich habe heute fristgemäß das Testament unseres verstorbenen Freundes Gerald P. Pett geöffnet. Er vermacht sein Vermögen, das heißt den Hauptteil seines Vermögens. Mehr nicht. Den Hauptteil seines Vermögens wohltätigen Stiftungen. Der alte Gauner. Über den kleinen Rest von 5 Millionen hat er folgende Bestimmung getroffen. Ein Neffe, Peter Pett in Deutschland, hat gegen den Willen seines Onkels geheiratet. Sie wissen, meine Herren, dass der alte Pett gegen die Ehe war. Kein Wunder, er war ja verheiratet. Aha, und wie? Die Frau war ja eine lebende Warnung vor der Ehe. Peter, Peter. Infolgedessen erbt Peter Pett 5 Millionen, nur wenn er nachweist, dass seine Ehe glücklich ist. Blech, da hat sich der Alte aber was ausgedacht. Wie? Der wird das schon nachweisen. Lieber Berkespring, das ist unsere Aufgabe. Ja. Ich habe deshalb einen Vertrauensmann, Herrn Plapperbohm, der sowieso nach Europa fährt, beauftragt, Erkundigungen darüber einzuziehen. Herr Plapperbohm ist ein Ehrenmann. Ganz bekannt, sitzt im Vorstand wohltätiger Stiftungen und so. Nur ein bisschen Leder. Solider Bürger. Einverstanden. Nee, ich garantiere für keinen mehr. Dafür bin ich zu alt. Plapperbohm ist also genehmigt. Er wird sofort kommen. Hallo, Herr Plapperbohm kann kommen. Tja, aber wenn nun Peter Pett nicht glücklich verheiratet ist, wofür 90% Wahrscheinlichkeit spricht. Dann erbt ein anderer Neffe, Patrick Pett, in Schottland, die 5 Millionen. Gegebene Situation für den Jungen. Ich würde, wenn ich Patrick wäre, dem Peter die Frau entführen, Ehe unglücklich, geschieden, 5 Millionen gehören mir. Kleiner Haken, lieber Berkespring. Wenn Patrick Pett die 5 Millionen behalten will, muss er unverheiratet bleiben. Da hat der alte Pett was ausgekocht. Menschenfreund. Und seitdem der seine Frau los war, hat er nur noch getan, was ihm Spaß macht. Ja, die Sache eilt, meine Herren. Laut Testament muss sie in 14 Tagen geklärt sein. Herein. Herr Plapperbohm. Herr Plapperbohm, ich habe die Herren unterrichtet. Sie fahren sowieso nach Europa. Ja. Und sind bereit, dort durch persönliche Beobachtungen festzustellen, ob die Ehe des Herrn Peter Pett glücklich ist oder nicht. Ja. Diesen Brief übergeben Sie bitte verschlossen Herrn Peter Pett. Aber erst, wenn Sie sich überzeugt haben, dass seine Ehe glücklich ist. Nicht eher. Danke. Ich werde mich bemühen, das Vertrauen meiner Auftraggeber zu rechtfertigen. Jetzt geht's los. Peter Pett, Berlin. Wer ist das? Du wirst ihn kennenlernen. Ja, bitte? Gnädige Frau, das Glück kommt zu Ihnen ins Haus. Ich habe keins bestellt. Sie wünschen? Kampf dem Staub! Ja, was wollen Sie denn? Gnädige Frau, kennen Sie Staffix? Nein. Natürlich, darum sind Sie doch mit Ihrem Leben unzufrieden. Aber siehe da, Peter Pett naht mit seinem Staffix und bringt Sonne in Ihr kümmerliches Dasein. Ist gute Stube? Darf ich mal hier rein? Ach, diese herrlichen Möbel, diese künstlichen Blumen, diese Pracht eines orientalischen Teppichs. Und alles ist dem Tode geweiht. Sie auch?
Heute noch ein Bild blühenden, schwellenden Lebens. Morgen erstickt in Staub und Schmutz. Erlauben Sie mal, ich habe aber gestern erst sauber gemacht. Ja, das ist es ja. Wozu das alles? Sie gehen ja zugrunde dabei. Ja, aber... Sagen Sie nichts. Einen Moment. Hier, die Frau, das ist der schmutzigste Schmutz, den es gibt. Aus dem Nachlass des dreckigsten Kaffernhäuptlings, der Amakosa. Keine Bürste, kein Besen bringen jemals wieder weg. Ja, was wollen Sie denn machen? Hier, die Frau, Sie sollen doch nicht sagen. Nun erleben Sie einen erhebenden Moment. Ja, auf. Oh. Sehen Sie? Nicht doch, nicht doch. Oh, oh, ist richtig. Sehen Sie wohl? Oh. Na, was sage ich denn da, die Frau? Was ist denn? Die Uhr geht ja auch nicht, hm? So. Oh. Sehen Sie, Frau? Das ist... Was? So, die Frau? Aber jetzt kommt Staffix. Ihr Retter, Ihr Freund. Gleich wieder so, die Frau. Was sage ich so? Und er wird singen. Und jeglicher Schmutz ist die weggezaubert. Dies bringt niemand mehr fort, nur Staffix. Gleich werden Sie auch in den Büchlein stehen, auf der Liste der Glücklichen, die Staffix bestellt haben. Beim Barzahlung 5%, Lieferung sofort. Und es ist Peter Pett, der Ihnen zu diesem Glück hier verholfen hat. So, jetzt, wo ist... Ah, an der Tür ist er nicht. Wollen wir mal sehen. Wo haben Sie denn Ihre Steckdose? Tja, der Kerl schon wieder. Ja, wo ist denn die Steckdose? Ich habe keine Steckdose. Meine elektrisch. Ich hab nur Gas. Emil! Emil! Entschuldigen Sie, Fräulein. Macht nichts, Herr Pett. Ich bin todmüde. Und so läuft der Mann den ganzen Tag. Herr Blöberbock. Was ist denn? Danke. Die Karten? Ja. Das kann ja noch ein heiterer Abend werden. Im letzten Monat hat er 3 Staubsauger verkauft. Ein netter Junge. Ja, und sehr harmlos. Die Frau, können Sie nicht einen Staubsauger gebrauchen? Nein, aber den Verkäufer. Na, wo hast du es denn? Was denn? Na, du weißt doch, quäl mich doch nicht. Weißt du, was ich mir gewünscht habe? Keine Ahnung, Hicks. Oh, nein, nicht. Du weißt doch, dass ich kitzlig bin. Hast du denn wirklich nichts? Ja, was soll ich denn immer haben? Na, mein Geschenk, die Schuhe. Heute ist doch unser Hochzeitstag. Oh, habe ich vergessen. Aber Peter, 3 Jahre verheiratet und schon benimmst du dich wie ein alter Ehemann. Ja, entschuldige, Hicks, aber es war so eine Hetzerei heute. Das war überhaupt so ein furchtbarer Tag. Kannst du mir verzeihen? Hm? Na, verdient hast du es ja nicht. Aber ich kann dir ja nicht böse sein. Aber... Das ist selbst gemacht, hm? Mhm. Was ist denn drin? Was ist das denn? Das habe ich machen lassen vor 8 Tagen auf Abzahlung. Das ist aber süß. So. Das habe ich dich immer bei mir, nicht? Ich bin schon ein Schurke, dass ich das heute vergessen konnte. Ja, ist ja schon vorbei. Aber nun schnell ins Bad. Ja. Das Essen ist schon gleich fertig. Mhm, ist wunderbar. Ich habe es nämlich heute auch sehr eilig. Du, das ist noch nicht alles. Zur Feier des Tages gibt es heute Kartoffelpuppe. Oh, das ist großartig. Aber bitte nur leicht angebräunt, wie ich sie gern mag, ja? Ich würde mir die größte Mühe geben. Ja, du. Habe ich noch nicht bedankt.
Herr Pitt, bitte. Auf Wiedersehen. Peter? Peter, ja, was machst du denn hier? Nee, Frau, Ihr Wunsch war mir Befehl. Kleinen Sprung über die Straße. Bitte. Du, das sind ja... Naja, Nachsehen muss mir anziehen. Peter. Na, zufrieden? Wo hast du denn das viele Geld her? Nur kleine Provision, Staubsauger beinahe verkauft. Sind die süß. Komm her, du Strolch. Dass du mich so angeschwindelt hast. Was? Du bist aber schön reingefallen, ne? Okay, Frau. So ein Lümmel. Peter? Ja? Komm essen. Ja, ich komm schon. Oh. Du hast sie ja schon an, hm? Ja. Hm? Können Sie nicht reizen? Passen Sie den? Ja? Mhm. Komm, muss er zumachen. Nicht zu klein? Gar nicht. Nein? Auch nicht so groß? Nein, ganz genau. Na siehst du, wenn dir dein Peter was kauft, hm? Deiner kleinen Nix, komm schließlich. Oh Peter, was? Was wir denn? Wollen doch essen. Na ja, das tun wir ja auch. Eine Ausnahme heute. Das ist doch unser Hochzeitstag. Komm. Süß, was? Hm. Also los. Sie sind ein bisschen braun geworden. Ja, das macht ja nichts. Nimm lieber meinen, der ist nicht ganz so schwarz. Ja. Tja. Das kommt davon. Wovon? Na, davon. Schon Elend mit dem Küchenpersonal, hm? Ja, kaum lässt man die Mädchen einen Augenblick allein, schon haben sie den Bräutigam in der Küche. Warum lässt du sie denn allein? Hm? Mein Bräutigam kann. Angebrannt sind sie mir auch eigentlich viel lieber. Na, hast du heute Glück gehabt in deinen Staubsauger verkauft? Ja. Verkauf ist ein bisschen zu viel gesagt. Und die Leute haben sich sehr interessiert dafür und waren reizend. Die Dame war furchtbar nett und der Mann auch. Emil, dieser. Oh, man hat es nicht leicht. Ja, aber sind wir die 20 Mark für einen Staubsauger verdient sind. Aber stell dir mal vor, wenn du jeden Tag einen Staubsauger verkaufen würdest. Das macht im Monat fast 600 Mark. Naja, wenn ich am Tag 10 Staubsauger verkaufen würde, das wären dann... Halt, nein, du auch, wenn ich im Monat... Wenn ich im Tag 100 Staubsauger verkaufen würde, das wäre im Monat... Aber Peter, das wären ja 60.000 Mal. Ach, dann können wir uns auch einen Staubsauger kaufen. Kindskopf. Ja, warum nicht? Meine 100 Staubsauger ist ein bisschen übertrieben. Aber wenn man 10 Staubsauger am Tag verkaufen würde, das wäre dann... Das müsste doch zu machen sein. Na, ja, da muss man auch einen Wagen wieder haben. Aber, du X, ein Staubsauger am Tag. Wäre doch nicht schlecht. War gut. War sehr gut. Ein bisschen hart, nicht? Na, umso besser. Zählt da länger vor. Dass du schon wieder gehen musst. Ja. Einmal möchte ich dich auch abends bei mir haben. Naja, ich beeile mich. Vielleicht komme ich heute früher weg. Süße X. Leb wohl. Na? Wie geht's denn? Danke, ganz gut. Wo
Wo bleiben Sie denn? Ja, ja. 5 Minuten schon zu spät. Aber ich bin ja schon fertig. Wenn Sie das nochmal machen, brauchen Sie nicht mehr wiederzukommen. Verstanden? Ja. Bringen Sie mich nicht aus der Stimmung. Ja. Was? Sie haben ja noch gar nicht angefangen. Wo wollen Sie denn hin? Da pfeift einer. So, dann pfeifen Sie besser hier. Na? Los, ach, geht! Na? Stolzesten Frau, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Ich hab bei Frauen so schrecklich viel Glück. Das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Mein Blut ist Lava und das ist mein Trick. Das liebt man an mir. Ich schau sie an und sage schlau, Sie sind die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Glut, dann ist mir jede so gut. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Frauen, weil ich so stürmisch und leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ja, aber warum denn so böse, lieber Pet? Ja, Pet, lieber Pet, was heißt das? Also, verzeihen Sie, tausendmal, ich dachte, Sie wären Peter Pet. Ja, ich bin es auch, ich heiße Peter Pet, aber Sie wissen doch ganz genau, was ich meine. Ja, gar nichts, ich weiß ja. Wollen Sie nicht die Dame begrüßen? Entschuldigen Sie, Fräulein. Oh, macht nichts, Herr Pet. Ja, wir haben uns auf der Straße heute, glaube ich, schon mal gesehen, da haben Sie mich angeschnitten. Ja, Sie gehören...
Was wollen Sie eigentlich von mir? Na, wollen Sie nicht Platz nehmen, lieber Pett, und ein Glas Sekt mit uns trinken, Kellner? Ja, Pett. Schenken Sie doch ein und nehmen Sie die Lampe weg. Ich kann Herrn Pett so schlecht sehen, ja? Also Sie machen das nun ganz ohne Apparat? Apparat, wieso Apparat? Ich meine dieses... Ich meine, pfeifen Sie nur mit dem Mund? Ja, womit denn sonst? Ja, keinerlei Apparat. Tatsächlich. Mhm. Sehen Sie, so macht man das. Oh. Aber es ist ja eine phänomenale Leistung, lieber Pett. Na, versuchen Sie nicht, mich einzuwickeln, ja? Man wickelt mich nämlich nicht ein. Man steigt mir auch nicht nach. Wer steigt dir nach? Ach, bitte, Fräulein. Also? Also, ich bin gekommen, Ihnen 5 Millionen zur Verfügung zu stellen. So viel? Ja, nicht mehr und nicht weniger. Furchtbar nett von Ihnen, geben Sie auch her. Sie müssen sich's holen. Gern, wo? In Amerika. Ist ein bisschen weit, nicht? Ja. Wann? Sofort. Meine Herrschaft, ich lasse mich ja von Ihnen nicht verulken. Aber Herr Fett. Bitte, mein lieber Fett. Setzen Sie sich mal erst hin. Lesen Sie. 5 Millionen. Ja, Sie müssen weiterlesen. Ja. Gerald P. Pett. Haben Sie noch nie von Ihrem Onkel gehört? Natürlich, aber wir sind böse. Jetzt nicht mehr, er ist tot. Und der hat mir 5 Millionen vermacht. Unter gewissen Bedingungen. Bitte lesen Sie doch weiter. Glücklich verheiratet. Sind Sie doch. Und ob mit Hicks? Wirklich glücklich? Ich liebe meine Frau. Sehen Sie, das musste ich feststellen. Und darum habe ich mir erlaubt, Sie zu beobachten. Mensch. Ihr Wohl. 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 Jetzt müssen Sie aber noch weiterlesen. Ja. Ja, warum kommen Sie denn erst so spät? Warum denn erst heute? Heute ist der... In sieben Tagen muss ich ja schon in New York sein. Sie müssen eben sofort fahren, da kommen Sie gerade noch hin. Ober! Ja, aber ich kann doch hier nicht so ohne weiteres weg. Wie kommen Sie überhaupt dazu? Ja, ich bin beauftragt, Sie rechtzeitig hinzubringen. Wir fahren noch heute, am 28. sind wir in New York. Und dort kann ich mir... Die 5 Millionen abholen. Der Notar wartet auf Sie. Oh, also für 5 Millionen, da müsste ich ja ein paar hunderttausend Staubsauger verkaufen. Das haben Sie gar nicht mehr nötig. Habe ich auch nicht mehr nötig. Und jeden Abend könnte ich bei meiner Hicks zu Hause sein... Meine Herrschaften, darf ich Sie alle zu einem Glas Sekt einladen? Oh, ja. Allerhand Spesen macht der Junge. Sie auch? Ja. Darf ich Sie auch freundlichst einladen? Na, denn nicht. Prost. Ja. Die Leute in Europa haben keinen Humor. Na, Herr Pett, allerhand. Sie sind ja ein temperamentvoller Herr. Ja. Warum haben Sie denn das gemacht? Ja, das ist doch ganz klar, weil ihm der Kerl in seine Nummer hineingepfiffen hat. Nein, deswegen nicht. Wissen Sie, Fräulein... Mabel, Fräulein Mabel, der hat gepfiffen, wie ich von meiner Hicks gesprochen habe. Sie scheinen wirklich ein guter Ehemann zu sein. Auf Ihre Hicks. Wohl. Prost. Leihhaus, Seemark, mein Ehering.
Verzeihung. Ach, nicht so fett. Ja. Ja, jetzt müssen wir auch Brüderschaft bringen. Jawohl. Bitte. La, 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 la. Denn? Wir trinken Brüderschaft. Haben Sie was dagegen? Aber im Gegenteil, ich möchte mich anschließen. Ja. Ich finde es reizend von euch, mit so einem armen, kleinen Millionär Brüderschaft. So. Ja, muss das sein. Der Wagen ist vorgefahren. Ha, so habe ich es gerne. Wissen Sie, jetzt hat sich's ausgepfiffen. Jetzt pfeife ich Ihnen eins, indem ich Ihnen keins mehr pfeife. Oh, das war ein Glänzen. Auf Wiedersehen! Wiedersehen! Jetzt fahre ich jetzt zu meiner Frau. Zu deiner Frau? Ja, selbstständig zu meiner Frau. Glaubst du, ich fahre ohne meine Frau nach Amerika? Ich muss mit. Ich muss mit. Mit. Na ja, natürlich nehmen wir sie mit. Wo ist denn deine Wohnung? X-Straße, X und X. Moin. Einen Brief für Sie. Für wen? Na, für wem denn wohl? Für Herrn Peter Pett. Woher wissen denn Sie, dass ich zu dem will? Seh Sie doch an der Nasenspitze an. Merkwürdiges Land. Guten Morgen. Hallo, die Frau. Bitte? Wissen Sie, wo Herr Pett wohnt? Schämen Sie sich. Das werde ich Ihrer Frau sagen. Merkwürdige Leute. Ja, aber ich habe im Kabarett schon angerufen. Es meldet sich niemand. Herr Kommissar, eben klingelt es. Vielleicht ist es. Herr Kommissar ist da. Nein, gratulieren brauchen Sie mich. Ehefrau. Schämst du dich denn nicht, jetzt erst nach Hause zu kommen? Was sollen denn die Leute denken? Lässt mich die ganze Nacht warten. Ehefrau. Du. Sie sind ja gar nicht Peter. Bedauere, nein. Ja, aber wer? Wieso erlauben Sie sich? Ich bin Ihr Vetter, Patrick Pett, aus Schottland. Und wo ist mein Peter? Das wissen Sie nicht. Nein. Sind Sie glücklich verheiratet? Wieso? Ob Sie glücklich verheiratet sind? Ja. Wo ist Ihr Mann? Das wissen Sie nicht. Er ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. So. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Was wollen Sie denn in meinem Bett? Aber Peter, guten Morgen. Wach doch endlich auf. Oh, Hicks, Hicks. Oh, besinn dich doch. Ich bin doch Mabel. Mabel? Aber Peter. Gestern Abend blaue Brille. Na, endlich. Oh, war ich betrunken? War nicht so schlimm. Was ist das denn? Was habe ich denn an? Das ist von Blöberboom. Blöberboom? Ja. Das ist für ein komisches Hotel. Oh, Überschwemmung. Oh, Wasser. Oh, habe ich einen Durst?
Ja, wir sind auf dem Schiff. Du musst doch nach Amerika. Ach ja, fünf Millionen. Ja, Hicks. Ja, Hicks ist nicht hier. Hicks ist zu Hause geblieben. Wir sind ohne meine Frau gefahren. Das geht nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht. Wo ist er? Wie heißt er? Der Bleiberbub. Guten Morgen, mein lieber Peter. Wo ist meine Frau? Na, mir kannst du doch keine Vorwürfe machen. Ich habe doch alles versucht. Aber ich habe nicht einmal die Straße finden können, die du mir angegeben hast. Was habe ich denn angegeben? Hicksstraße. Ach du lieber Gott. Und nachher wolltest du gar nicht mehr nach Haus. Und da du doch auf keinen Fall das Schiff versäumen durftest, hielt ich es für besser, lieber ohne Hicks zu fahren, als überhaupt nicht. Das ist furchtbar ohne Hicks. Na ja, lange dauert es ja ohnehin nicht. 6 Tage hin, 6 Tage zurück, in 12 Tagen. Bist du wieder bei deiner Hicks? Du kannst ja ein Telegramm schicken. Das ist eine gute Idee. Gibt's hier im Postamt? Moment. Erst zieh dich mal um. Wir haben bis jetzt mit dem Frühstück auf dich gewartet. Ja. Großartig, nicht wahr? Ja, ja, stimmt. Bis jetzt klappt alles ausgezeichnet. Wir werden in New York ankommen, dann wird er zum Notar gehen und er wird sein Geld bekommen. Vielmehr, du wirst es bekommen, also wir werden es bekommen. Das ist ja Unsinn. Wie willst du das machen? Das wirst du bald erfahren. Herein. Ist der Herr Gemahl schon auf? Bitte? Ja, das Frühstück kann kommen. Was nimmt der Herr Gemahl? Wer? Wer? Das Übliche. Sag, bist du wahnsinnig? Hey, sei doch nicht so laut. Du bist seine Frau und er weiß es nicht. Das kannst du doch keine Viertelstunde durchhalten. Er wird es gar nicht erfahren. Bitte. Was ist das? Mein Pass. Richtig. Was, mein Bild? Ja, nun seins. Gut, was? Gestützt auf falsche Papiere werde ich der Öffentlichkeit das Bild einer Idealehe entrollen. Ach, dazu hast du mich mitgenommen. Richtig. Ideale Verbindung, wir zwei. Geist und Charme. Ja. Dabei hat der Junge Glück, sie ist entzückend aus. Aber Blöberboom, dein erster Grundsatz war doch immer, private Angelegenheiten nicht mit Geschäften zu verbinden. Ich hab schon. Was denn? Das Telegramm. Sagen, ich wollte nicht stören. Also ich finde den Mann reizend. Umso leichter wird es dir fallen, für ein paar Tage Frau Pett zu spielen. Also ich soll das Geld als Frau Pett abholen? Ja. Musst mir helfen. Ja, ja, ich werde dir helfen. Meine Frau. Wieso? Wo? Hier selbst gemacht. Schön. So sieht sie also aus. Ja. Na, interessant. Na, nun fährt sie also doch mit. Ja. Oh, das Telegramm. Hört mal zu. Geliebte Hicks, stopp. Wo ist meine Frau? Wo ist denn meine Frau? Ich glaube, ihre Frau? Hören Sie doch nicht, das Bild. Du hast doch eben dahingestellt, nicht? Donnerwetter, das ist sicher rausgeflogen. Tatsächlich. Lies doch erst dein Telegramm vor. Ja. Geliebte Hicks, stopp, fahre nach Amerika, stopp. Bin in 12 Tagen zurück, stopp. Mit 5 Millionen, stopp, geerbt, stopp. Kuss, stopp, Peter, stopp. PS, Anweise für dich, 120 Mark, stopp. Du bist vielleicht so lieb und legst die Kleinigkeit für mich aus, ist gut? Sehr gut. Nun muss es heißen, ich fahre nach Amerika. Wieso? Nicht fahre nach Amerika, sonst fährt sie. Ach ja, richtig. Hey, ich werde das verbessern. Ja. Gebe dann das Telegramm für dich auf. Das mit dem Bild telegrafiere ich hier lieber nicht. Dann hat er Sekt bloß so gerauscht. Das ganze Lokal hat er freigehalten. Die Flaschen standen bis draußen auf dem Gang. Erzählen Sie keine Märchen. Mein Vetter hatte gar kein Geld. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Als Kellner hat man doch ein Gefühl dafür. Da standen Millionen dahinter. Millionen? Mhm. Etwa 5? Na, so genau ist mein Gefühl ja noch auch wieder nicht. Was war denn das für eine Dame? Das war eine zackige Puppe. Amerikanerin oder so. Sie sprachen den ganzen Abend von New York. Und getanzt haben sie auf der Bühne. Rüderschaft haben sie auch getrunken. Mit der Dame? Natürlich. Dann sind sie Arm in Arm abgerauscht. Entsetzlich. Großartig. So, die Bilder brauchen wir ja nun nicht mehr. Jetzt, wo der Millionär geworden ist. Schade, dass Sie nicht pfeifen können. Kommen Sie, Hicks, bin im Bilde. Das war ein ganz alltäglicher Vorgang. Wir sind 3 Jahre verheiratet.
Sie sind ihm langweilig geworden. Er findet die andere amüsanter. Sie sind ja ein angenehmer Vetter. Ich bin gewohnt, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Für mich ist die Sache auch jetzt fest. Ihre Ehe ist unglücklich. Ich bin der Erbe. Falsch, mein Lieber. Und wenn auch Peter diese Nacht nicht nach Hause gekommen ist, ich bin sehr glücklich mit ihm. Ganz ungewöhnlich glücklich sogar. Sehen Sie das nicht? Ja, ich sehe es. Ihre Auskunft, bitte. Ach, komm bitte. Ja? Herr Peter befindet sich an Bord des Columbus unterwegs nach New York, nebst Frau. Nebst? Genügt Ihnen das? Nebst genügt. Wie komme ich am schnellsten nach New York? Morgen früh von Bremerhaven mit der Bremen. Bestellen Sie zwei Kabinen. Sehr wohl. Und für wen bitte? Für Frau Pett und Herrn Pett. Hoppla. Wo ist das Ehepaar Pett? Hier, bitte. Danke. Nanu, was wollen denn die hier? Oh, kommen Sie, kommen Sie. Bitte, sind Sie Herr Pett? Jawohl. Hallo, hallo, hier spricht Onkel Jim. Jawohl, euer Onkel Jim, natürlich. Onkel Jim vom Jojo Carrot gleicht mir zur ganz besonderen Freude, als erster den Erben des großen Gerald B. Pett in Amerika begrüßen zu dürfen. Sie haben natürlich alle mit großer Rührung und Freude die schönen Artikel gelesen, die in unseren Zeitungen über das Ehepaar, Ehepaar Pett erschienen sind. Und es gereicht uns aber ganz besonderen Freude, diesmal festzustellen, dass das Glück diesmal zwei Würdige getroffen hat. Was ist denn was? Was will er eigentlich? Das ist in Amerika so üblich. Nur nicht wundern und wenig reden. Am besten gar nichts reden. Sie stehen hier vor mir, glücklich lächelnd, freudig erregt. So, na, vielleicht sagen Sie unseren Hörern jetzt selber ein paar Worte. Nein, ich soll nicht reden. Aber natürlich, die Hörer warten doch drauf. Soll ich? Ja, aber kurz. Ja? Ich weiß nicht richtig, was ich sagen soll. Jetzt. Ich kann nur sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich jetzt also sehr glücklich bin. Und naja, und da kann ich eben nur noch sagen, dass ich es sehr bedauere, dass Sie alle meine Frau nicht sehen können. Ja. Na, also, ich möchte noch etwas. Sie würden ebenso alle von ihr wahrscheinlich begeistert sein, wie ich es bin. Ja. Sie haben also alle selbst gehört, das Erste, was uns Herr Pett sagte, war eine Liebenswürdigkeit über seine Frau. Was sagen Sie zu diesem Peter Pett? Der Junge wirbelt einen Staub auf. Dieser Bursche ist der geriebenste Gauner von der Welt. Er weiß, dass das Geld sein Vetter bekommt, wenn seine Ehe nicht glücklich ist. Nun, vielleicht ist sie wirklich nicht glücklich. Und er inszeniert es halt diesen ganzen Reklamefeldzug vor aller Öffentlichkeit, um auf uns einen Druck auszuüben. Du bist ja kindisch. Ich kann so kindisch sein, wie ich will. Bei meinem Geld kann ich mir das erlauben. Ja, du meinst also, wir sollen ihm die Erbschaft nicht aushändigen? Doch, ja, natürlich. Wenn einer so gerissen ist wie dir, dann verdient das doch. Und wie gerissen er ist, da sehen Sie. Ein glückliches Ehepaar. Die Millionen erben Peter Pett und Frau bei ihrer Ankunft im Atlantik-Hotel? Na, schön. Nein. Was heißt nein? Ich glaube es nicht, ehe ich es nicht gesehen habe. Lass mich die Sache alleine machen, ich werde mir diesen Burschen schon vornehmen. Überlass das mir. Jedenfalls ziehen wir auch ins Atlantik. Also sowas habe ich... Das müsste Hicks sehen. Immer sprichst du von deiner Hicks. Muss sehr schön sein, so glücklich verheiratet zu sein. Naja, ist es auch. Schade, dass du ja Hicks nie kennengelernt hast. Ihr hättet euch sicher sehr gut vertragen. Du hilf mir, dass ich heute Abend noch zurückfahren kann, ja? Du hast es denn so eilig? Ja. Wir müssen um 5 Uhr beim Notar sein. Oh, schön, da bekomme ich das her. Hoffen wir es. Peter? Ja? Du musst mir etwas versprechen. Ja? Lass mich bei allem, was du hier tust, dabei sein. Ja, natürlich. Aber zum Notar brauchst du wirklich nicht mit. Doch, doch, es ist vielleicht besser. Warum denn? Es ist auch Blöberbooms Wunsch. Ach, der Blöberboom, den will ich bei allem dabei haben, was? Wenn ich nicht da bin, gehst du nicht von Herrn Pett Zeit. Er darf mit keinem Fremden sprechen, bekommt keine Zeitungen, sonst holt dich der Teufel. Kein Fremden, keine Zeitung, sonst Teufel. Na, eigentlich haben wir uns doch sehr gut verstanden auf der Überfahrt. Ja, du hast mir so schön über die Zeit hinweggeholfen, wo ich ohne Hicks war. Herein. Bitte. Mit einer Empfehlung von Herrn Blöberboom. Ah, das ist nett von Blöberboom, aber ich will doch heute Abend zurück. Peter, pass auf, Peter, bevor wir gehen, möchte ich dir etwas sagen. Ja, gefallen dir die Sachen? Ja, ich habe es gar nicht richtig angesehen. Na komm, Peter, jetzt müsst du uns beeilen. Nein, du wolltest mir noch was sagen. Ja, das können wir doch alles später besprechen. Ja, was denn? Nichts, nichts. Ein Neger, mein Diener Josua, steht zu deiner Verfügung und weicht nicht von deiner Seite.
Aber baden darf ich noch allein, was? Von mir aus kannst du allein baden, mit Neger oder ohne Neger, wie du willst. Kannst du dir aussuchen. Peter, du triffst mich in der Bar. Ja, ja. Patrick, ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Na, wenn ich ihm begegne. Er hat doch keine Ahnung, dass ich hier bin. Da wird er schrecken. Na, du wolltest ins Atlantik. Mit dem Herrn werden wir keine großen Umstände machen. Bigamie wird auch in Amerika bestraft. Aber du wirst nichts gegen ihn unternehmen. Warum nicht? Ich liebe ihn doch. Das wissen wir nun schon. Unverständlich genug. Verbitte mir diesen Ton. Das höre ich von dir jetzt schon seit Tagen. Nimm doch ein bisschen Rücksicht auf eine Frau, die... Was soll ich denn? Will ich vielleicht trösten? Untersteh dich. Verdammt, jetzt habe ich genug. Du scheinst mich als Mann zu unterschätzen, liebe Hicks. Aber was willst du eigentlich? Jetzt habe ich kein Verständnis für dich und wenn ich dann... Liebe Hicks, mit Frauen. Na, will mich ja nicht ausdrücken. Kannst du erlauben. Du, Patrick. Für dich scheint mir keinen anderen Mann zu geben als deinen Peter, oder? Allerdings. Du bist ja unfähig, was zu unternehmen. Gönn mal Money her. Nur die Sache in die Hand nehmen. Aber bitte tu nichts, ohne vorher mit mir zu sprechen. Überlass das mir. Unter Diskretion. Eine Frage, bitte. Hübsch ist der Anzug. Bisschen kariert. Ich bin Schotte. Ah, drum. Ja, ich bin Italienerin. Ja. Aber Schottland hat mich schon immer sehr interessiert. Erzählen Sie doch mal was von Schottland. Ja, Schottland ist ein schönes Land. Wir haben ein kleines Haus im Walde und einige Pferde. Aber wenn Sie Schottland so interessiert, vielleicht besuchen Sie mich mal da. Stimmt, das wird mir machen lassen. Danke. Reisen zusammen, wir gehen angeln. Ja. Es gibt da wunderbare alte Schenken mit herrlichem altem Whisky. Und Dudelsackpfeifer. Auch Dudelsack-Kunstpfeifer? Was? Kunstpfeifer? Ach so, ja. Auch Dudelsack-Kunstpfeifer. Na, nur erzählen Sie mal was von Italien. Hm? Was kann man von Italien erzählen? Blauer Himmel. Also, ich habe ein Schloss in der Nähe von Florenz. Schön. Was machen Sie den ganzen Tag? Spaghetti essen, Gondel fahren. So habe ich mir Italien immer vorgestellt. Ich mache Ihnen jetzt mal einen Vorschlag, ja? Wir fahren zuerst zu mir nach Schottland und dann zu Ihnen nach Italien. Ne? Das wäre herrlich. Und wann? Ja, im Moment kann ich noch nicht. Ich muss nämlich dringend zum Notar. Das ist ein merkwürdiger Zufall, hören Sie mal. Ich muss auch zum Notar. Nein, wie merkwürdig. So merkwürdig wie unser ganzes Zusammentreffen hier, nicht wahr? Also, arrivederci, Signor Schoppe. Sehen wir uns mal wieder? Das wird sich bestimmt machen lassen, sicher. So hätte mich Hicks sehen müssen. Was, wer?
Sittlichkeitsverein? Blöverboom. Blöverboom! Was denn? Da wollen mich welche einladen. Dramm. Dramm? Ja, ich glaube, sittliche Frauenvereinigung oder so. Zusagen. Wieso? Ich will doch zurück. Wir sind in Amerika, die Leute sind eine Macht. Hallo, sind Sie noch dort? Ja, aber natürlich, selbstverständlich wird er kommen. Herzlichen Dank. Wo bitte? Grüner Saal. Persönlich beim Bedanken, das ist nicht nötig. Wo bleibt denn Mädel? Reich mir die Hand, mein Leben. Endlich, höchste Zeit. Komm auf mein Schloss mit mir. Was ist nun los? Was? Nanu, du bist ja schon wieder umgezogen, Peter. Na ja, es hat so viel telefoniert. Hat es so lange gedauert? Nein, was hast du denn? Ich bin nervös jetzt, er ruft doch nicht mal an und ich muss zum Notar gehen jetzt. Na, aber vorhin warst du doch noch so lustig. Ja, vorhin, jetzt bin ich nicht lustig, jetzt bin ich anders. Kann sich ja mal verändern. Was hast du denn jetzt? Nichts. Ist traurig? Nein. Nein? Soll ich dir helfen? Du? Ja, das kann ich nämlich ganz gut. Kann ganz gut trösten. Soll ich mal? Pass auf, dann muss ich hier rüber. Hierher. So. Dann lege ich den Arm so um dich rum. Nein, du musst auch so nicht. Du musst auch den Arm rumlegen. Ich auch bei dir so. Das ist nichts. Den muss man weg. Der Hut, der stört. Pass auf, nochmal. Den Arm so rum um dich. So. Na, richtig rumlegen. So. Und dann hebe ich das Köpfchen hoch. So. Und die sind die vom Sittlichkeitsverein, die Frauen nehmen das. Nochmal, richtig so, heb das Köpfchen hoch und dann sage ich immer ganz leise, lach doch, kleine Hix. Na? Ich lach ja schon, Peter. Nur, das war's aber noch nicht sehr gut getroffen, hm? Das ist doch nicht so einfach. Gott, wie du dich anstellst, bei Hicks wirkt's. Meldet sich nicht. Hey, Herr Peter, bitte, aber bitte schön, Herr Peter, bitte schön, einen Moment, bleiben Sie doch. Ach, lieber Herr Peter, wir haben Ihnen gesagt, wir wollten eben zu Ihnen, Herr Peter. Zu mir? Ja, zu Ihnen. Sie wissen ja gar nicht, Herr Peter, wie glücklich wir sind, Sie kennenzulernen. Ach, wir haben im Radio Ihren Empfang gehört. Ja, wunderbar. Ich habe über Sie gelesen, Ihre Bilder gesehen. Jeder Mensch spricht doch hier von Ihnen. Sie sind ja wirklich schon in aller Munde, Herr Peter. Verzeihen Sie, meine Damen, mit wem habe ich denn das Vergnügen? Wir sind doch der Vorstand der Vereinigten Frauen- und Sittlichkeitsverbände. Aha. Ja, was lassen Sie doch verstehen? Nein, das wird Sie einfach nicht hier rein wieder. Die Damen vom Sittlichkeitsverband. Das können nur die vom Sittlichkeitsverein sein. Die lassen wir nicht rein. Also bitte, meine Damen. Also mit Lüge, mit Presse haben wir die Berichte über Sie verfolgt. Sie haben so viele Verehrerinnen. Sind so jemand falsch? Das ist gut, oder? Ja. Vor allen Dingen wollen wir Ihnen für Ihre liebenswürdige Zusage danken. Zusage? Der Abend wird eine strahlende Demonstration gegen die immer mehr um sich greifende Heiratsunlust der Männer sein. Und Sie als Ehemann gehen uns als Bannerträger voran. Gerne, aber wohin? Wie verabredet, heute im grünen Saal. Grünen Saal? Aber Herr Pett, Sie haben es uns doch schon versprochen. Ach ja, richtig. Und was ich versprochen habe, das halte ich. Ja, danke Ihnen, Herr Pett. Ich habe zu danken, meine Damen. Sehr wiedersehen, Herr Pett. Auf baldiges Wiedersehen, Herr Pett. Wirklich, das war sehr nett. Sehr. Auf Wiedersehen, ich habe mich sehr gefreut. Hicks, wir gehen auf ein Fest im grünen Saal, Sittlichkeitsverein. Wir sind feierlich eingeladen. Aber warum denn? Weil dein sauberer Peter da erscheinen wird, nebst Gemahlin. Und eine feine Dame sein. Ach, Patrick, ich habe solche Angst. Angst? Wo ich dabei bin? Du scheinst mir ja wirklich nicht zuzutrauen. Heute Abend platzt die Bombe. Und dann Italien, Florenz, Gondeln, Spaghetti. 5 Uhr, meine Herren, ich habe meinen Auftrag ausgeführt. Ich glaube, mit bestem Gewissen sagen zu können, ich habe mich jedes vertrauenswürdig erwiesen. Mein ehrlicher Name wird Ihnen genügen, wenn ich Ihnen sage, Herr und Frau Pett, erfüllen vollkommen die Bedingungen des Testaments. Sie geben das Beispiel einer restlos glücklichen Ehe.
Herr und Frau Petz. Was denn, was denn? Näher treten. Ja, bitte, komm doch ruhig mit. So. Doch, Herr Kuhl. Wie geht es Ihnen? Die Herren Harris, Wackelspring, Gagwood sind Freunde Ihres leider zu früh verstorbenen Onkels. Sie haben die Erfüllung des Testaments zu überwachen. Entschuldigen Sie mich, gnädige Frau. Danke schön, Herr Pett. Ach, Sie haben sich schon bequem gemacht. Ja. Bitte schön. Dann bleiben Sie ruhig sitzen. Ja, das ist doch unverständlich. Wenn er Sie gekannt hätte, da hätte er nicht daran gezweifelt, dass diese Ehe glücklich ist. Oh, danke. Alter und Geld haben ja ihre Vorzüge, aber wenn ich Sie sehe, dann möchte ich wieder arm und jung sein. Oh, darf ich mir erlauben, Sie mit 10 Millionen in mein Testament vorzuwerfen? Ja, bitte, bitte, ja. Die Auskünfte des Herrn Blabberbaum über Ihre Ehe sind ausgezeichnet. Ich bin deshalb in der angenehmen Lage, Ihnen die für Unbemittelte immerhin beträchtliche Summe von 5 Millionen auszuzahlen. Ja, bitte, ich möchte mir abends noch zurück. Ach, bitte, wollen Sie nicht lieber doch hierbleiben und bei der Gelegenheit Ihrer lieben Frau etwas von Amerika zeigen? Ja, das wäre ja zu umständlich. Hicks ist auch am liebsten zu Hause. Wer? Hicks. Hicks, wieso Hicks? So nenne ich meine Frau. Ach so. Sie müssen uns überhaupt mal besuchen kommen und sehen, wie Hicks zu Hause ist. Zu Hause? Na, das kann ich mir vorstellen. Ist immer lustig und guter Laune, auch wenn sie mal kein Geld hat. Na, wieder guter Laune? Ja. Lach doch, kleine Hicks. Das hilft immer. Ja, was meint sie? Ja, damit habe ich sie heute Nachmittag getröstet. Getröstet? War etwas zwischen Ihnen? Eine Verstimmung? Ein Streit? Nein, nichts. Wir haben eben gehört, wie Sie sich kennengelernt haben. Das muss ja hoch hergegangen sein. Ja, da war ich betrunken. Wenn er nur abgeleicht, lassen freundlich. Ach so, ja, das ist wichtig. Ausgewiesen durch Reisepass 66 50 31. Einen Moment. Großartig gemacht. Bitte? Eine sehr gute Arbeit. Sie meinen doch nicht, dass der Pass... Ich meine, das Bild von Frau Pett ist ja wundervoll. Passbilder sind doch gewöhnlich nicht zum Ansehen. Ja, richtig. Was werden Sie denn bloß mit dem vielen Geld machen? Oh, das bekommt alles meine Frau. Was? Oh. Haben Sie das gehört? Ja. Das ist ja wirklich ein idealer Ehemann. Das ganze Geld bekommt seine Frau. Ja, mit Geldsachen will ich nichts zu tun haben. Wie Sie wünschen, Herr Pett. Ich glaube, damit können wir die Verhandlung schließen. Ja, gut. Ja, das bringt mir noch. Dann darf ich jetzt bitten, wie bekomme ich es, wie kriege ich mein verehrter Herr Pett, nach den Zusatzbestimmungen des Testaments möchte ich Sie bitten, sich heute Abend um 8 Uhr auf dem Dachgarten des Hotel Atlantik einzufinden. Dort erwarten Sie eine Überraschung. Das ist mit Schwierigkeiten verbunden, müssen wir hier das... Ich meine, will ich heute Abend zurück schon wieder... Es ist der Wunsch Ihres Onkels. Ist das richtig? Besseres ausgedacht. Und wenn wir wieder runterfahren, bin ich Millionär. Ja, fünffacher. Ach, ich wollte es schon überstanden. Ja, ich auch.
Es geht uns gut. Bis jetzt ist alles ausgezeichnet gegangen. Peter! So, jetzt hör schön unsere Dame. Ja, wie sich das so gehört. Ja? Großartig. Schade, dass Hicks nicht hier ist. Ich begrüße Sie. Im Namen der Vereinigten Frauen- und Sittlichkeitsverbände. Ihr leuchtendes Beispiel, Herr Pett, wird Millionen von Ehemännern, die im Morast einer laxen Auffassung der Ehe zu versinken drohen, den Weg zur tugendhaften Pflichterfüllung weisen. Ich darf Sie wohl bitten, uns die Ehre zu geben, an unserem bescheidenen Festessen teilzunehmen, ganz wie es unsere Bestimmungen vorschreiben, vegetarisch und alkoholfrei. Auch das noch. Verdammt nochmal, wo nur der Peter bleibt. Und so kann ich zusammenfassend sagen, dass ich für eine glückliche Ehe 5 Millionen erhalte, ist nicht mein Verdienst, das verdanke ich ganz allein meiner lieben Frau. Und so möchte ich Sie bitten, Ihr Glas zu heben und mit mir anzustoßen auf alle glücklichen Ehen der Welt. Es lebe Hicks! Meine Damen, Sie verstehen mich. Das ist das, was ich meine. Natürlich, im Großen betrachtet. Darauf kommt es an. Heute mehr denn je. Bedenken Sie eins und vergessen Sie nicht. Denn nachher wird es immer keiner gewesen sein. Meine Damen, das musste einmal mit letzter Nachdrücklichkeit gesagt werden. Ich danke Ihnen für Ihre verständnisvolle Aufmerksamkeit. Ist ja meine Nummer. Ja, habe ich extra für dich bestellt. Ja, das finde ich aber nett. Seine Herrschaft, aber jetzt wollen wir zu Tisch. Ja, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin, ihr braucht nur eine ins Auge zu schauen, schon. Unser Abschiedstanz, Peter? Ja, ja. Woher kommt die Musik? Von unserem Dachgarten, Frau. Dann fahren Sie mich bitte hinauf. Bitte. Ich möchte bitte Herrn Peter Pett sprechen. Was wollen Sie denn von ihm? Eine Dame möchte Herrn Pett sprechen. Eine Dame? Ja, ich glaube, ich weiß, worum es sich handelt, eine Einladung vom Sittlichkeitsverein. Ich bringe das in Ordnung. Was wünschen Sie? Ich möchte Herrn Peter Pett sprechen. In welcher Angelegenheit bitte? Ich bin Frau Pett. Hicks Pett? Ja, woher wissen Sie? Eva, Sie wollen doch nicht sagen, Sie sind seine Frau? Ja, und wer sind Sie? Ich? Ich bin Notar Gould. Ah, Notar Gould, bitte führen Sie mich zu. Einen Augenblick bitte, Eva. Frau Pett, es würde einen Skandal geben. Wir wollen jedes Aufsehen vermeiden, auch in Ihrem Interesse. Kommen Sie mit mir. Wir fahren jetzt in mein Büro. Ich werde dort die Angelegenheit in Ordnung bringen. Gut, aber bringen Sie mich vorher bitte einen Moment auf mein Zimmer. Ja, ja, bitte sehr.
schön, schön ist das, was? Ja? Oh, das ist eine Aussicht. Also, du weißt was, ich werde Hicks doch herkommen lassen. Ich werde ja telegrafieren. Ja, aber ich weiß nicht, Peter. Warum, das kann ich mir jetzt leisten als Millionär. Hm? Das schon. Blöverboom soll ich das Billett besorgen. Blöverboom? Natürlich, warum denn nicht? Wo ist er denn? Hm? Wo ist er? Einen Moment, bitte. Ich will mir nur meinen Mantel holen. Portier, bitte. Wenn man nach mir fragen sollte... Dir den Schlüssel. Jetzt verschwinde ins Badezimmer. Frau Pitt, ich habe es mir überlegt, ich werde Ihren Mann hierher kommen lassen. Ja, wie Sie denken. Kommen Sie bitte in meinen Salon. Haben Sie eine Dame in einem weißen Abendkleid gesehen? Jawohl, sie ist zum Dach, angekommen. Gut, fahren Sie mich hinauf. Machen Sie doch keine Geschichten und bleiben Sie ruhig sitzen. Nein, was erlauben Sie sich? Ich erlaube mir, Sie zu bitten, hier zu bleiben. Josua. Sie brauchen keine Angst zu haben, wenn Sie sich ruhig verhalten. Ich denke gar nicht dran. Haben Sie schon mal was von Gangstern gehört? Nein. Ja. So einer bin ich. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Kennen Sie Herrn Blöverboom? Ja, ja. Wissen Sie, wo er ist? Er ist hier runtergefahren. Ah, bitte, fahren Sie mich auch herunter. Ja. Wo ist denn Herr Penn? Ach, da kommt er ja. Na? Was so? Was ist denn sowas? Oh. Wo warst du denn so lange? Ich? Darf ich bitten? Meine Damen und Herren, Sie kennen mich alle als ruhigen, sachlichen Menschen. Ich hasse Sentimentalität. Aber ich muss gestehen, dass mich bei diesem festlichen Anlass etwas wie Rührung überkommt. Hochverehrte gnädige Frau, werter Herr Penn. Erst wenige Stunden sind Sie hier, aber ich darf es wohl sagen, wir alle sind in Sie verliebt. Bravo, 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 bravo. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass das Glück gerade zu Ihnen kommt und dass ich der Überbringer sein darf. Dieses kleine Kästchen enthält einen Schlüssel.
Eröffne dein Safe der Nationalbank und damit das Tor zu einem immerhin angenehmen Leben für sie. Da sie die Geschäfte ihres Mannes führen, lege ich den Schlüssel in ihre charmanten Hände. Schnell weg. Ich muss mich doch erst umziehen. Ist denn das nötig? Natürlich. Dann geht der Schlüssel her. Ja, Moment, bitte. Warum bist du denn so nervös? Nervös. Hicks ist da, Peters Frau. Wo? Eingesperrt in meinem Zimmer. Gib den Schlüssel her, ist die höchste Zeit. Bitte? Ich warte unten auf dich. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Aber Peter? Sie wissen ganz genau, dass ich nicht Peter bin. Wer bist du denn? Das werden Sie gleich sehen. Und ja, bitte. Ich heiße Patrick. Haben Sie Herrn Blöverboom gesehen? Bedauer. Vielleicht meinen Gold? Danke. So. War inzwischen was los? Ja, ob was los war. Mein lieber Junge, ich finde es erstaunlich, wie ruhig Sie bei der ganzen Sache bleiben. Sie kriegen eine Million und wir regen uns auf. Schon die stärksten Männer haben in Ihrer Lage den Verstand verloren. Mag sein. Ja. Lassen Sie mal. Kommen Sie mal, Moment, soll ich Ihnen mal was sagen? Soll ich Ihnen mal was sagen? Bitte. Aber setzen Sie sich jetzt fest hin. Ja. Wissen Sie, wer eben aus Europa hier angekommen ist? Ja, wer denn? Meine Frau. Schön, wo ist der Blöberbuch? Ja, fett. Ich teile mir soeben mit, dass seine Frau aus Europa angekommen ist. Was sagen Sie dazu? Was? Wie ist das, Herr Pett? Hm? Ihre Frau ist... Ja, meine Frau, was sagen Sie dazu? Das ist eine Frau, kommen mir einfach nachgefahren, bin vollkommen durcheinander. Wo ist denn der Blöbbe? Wo ist er denn? Lieber Junge, irren Sie sich auch nicht. Nein, ich irre mich nicht. Glauben Sie mir, meine Frau ist hier, meine Frau ist in New York. Wo ist denn der Blöbbe? Das ist ja furchtbar. Er scheint... Aber wir sprechen doch von Mädel, von Ihrer Frau, mit der Sie nach Amerika gekommen sind. So erinnern Sie sich doch, mit der Sie in meinem Büro waren, mit der Sie heute Abend so lustig getanzt haben. Ja. Ach, Sie meinen... Ach, deshalb... Oh, Peter! Einen Arzt bitte. Und in alle Fälle ein paar handfeste Männer. Bitte? Schauen Sie mal, was kann man denn da machen? Vielleicht nur eine temporäre Erscheinung. Bitte sehr. Warum lachen Sie? Was wollen Sie denn von mir? Warum starren Sie mich denn so an? Ich will Ihnen helfen, ich bin Arzt. Oh nee, jetzt sind wir auch zu dumm. Jetzt soll Hicks herkommen. Jetzt habe ich satt. Sehen Sie doch mal nach, wo die Dame von 1212 ist. Vorwärts, los, machen Sie. Wo ist denn seine Frau? Frau Mebel! Soll sofort herbeigeschafft werden. Denke nicht daran, Ihnen diesen Schwindel zu glauben. Italienerin sind Sie nicht. Ja, und mit Ihnen wollte ich einmal Gondel fahren und Spaghetti essen. Und Sie sind wirklich Schotte? Ja. Jawohl, ich bin Schotte. Ich bin echt, die Schotten sind treu. Ja. Lachen Sie nicht. Verletzen Sie doch nicht die edelsten Gefühle eines Mannes. Kein Wunder, es war zu viel für Sie. Aber fassen Sie sich. Ja. Ihre Frau wird ja jetzt gleich kommen. Mebel wird Sie beruhigen. Pfeif auf Ihre Mebel. Die Dame von 1212 hat beim Portier hinterlassen, sie ist mit Notar Gould in sein Büro gefahren. In mein Büro? Mit mir? Mit Ihnen weggefahren? Herr Notar, ich kann Frau Pett nirgends finden. Mit Ihnen weggefahren? Was haben Sie mit meiner Frau gemacht? Aber lieber Herr Pett. Was haben Sie mit meiner Frau gemacht? Blöberbohm, wo ist Mebel? Wenn Sie noch einmal Mebel zu meiner Hicks sagen, kriegen Sie eine geklebt, die... Los, zufassen! Nicht anfassen, das will ich mir auch nicht anfassen. Kann fürchterlich sein, fürchterlich, ich warne Sie, zum letzten Mal zurück! Musst du meiner Frau? Dann geh doch mal das Kästchen her. Das habe ich nicht mehr. Wer hat das? Da! Zurück! Los! Da! Zurück! 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 Da!
Erfolg, Herr Fett. Los, hinterher, los, los. Wir sind doch nicht verrückt. Ich denke ja nicht daran. Also dann übernehme ich die Führung. Kommen Sie jetzt. Sind Sie denn? Ich bin ein fetter Patrick aus Schottland. Ach so. Was willst du von mir? Tu mir den Gefallen und komm hierher. Das könnte ja so passen. Hätte ruhig in Schottland bleiben können. Hier ist alles in Ordnung. Bin glücklich verheiratet. Donnerwetter normal, du sollst stehen bleiben, du sollst hierher kommen. Ich denke gar nicht daran. Komm doch du zu mir hier. Hast du genauso weit? Oh, bitte, ich mich doch. Lausi, Junge. Runter. Was ist denn auch da draußen? Oh, das ist so schlimm. Ich hab doch gesagt, sollst du nicht rausgehen. Nicht so fest. Komm her. Nicht so schwitzig. Hab dich nicht so. Ach, ja, Unsinn. Nicht da. Schlappschwanz. Nein. Ich kriege keine Luft. Komm her, du. Keine Luft. Ja. Nicht so fest. Los doch. Wir haben dich erkannt. Hicks und ich. Du Hochstapler, du Bigamist. Hicks wird sich von dir scheiden lassen. Was? Ich hab's dir jedenfalls geraten. Geraten? Geraten. Patrick! Ja, was ist? Patrick! Was ist? Was ist denn los? Oh, das ist allerhand. Was haben Sie denn? Was fehlt Ihnen denn? Nichts. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich in Frieden. Patrick, glauben Sie mir doch. Ach, Ihnen glaube ich nichts. Patrick, bitte. Hier ist der Schlüssel. Nehmen Sie ihn. Merkwürdige Frau. Glauben Sie mir jetzt. Wo ist Peter? Hier. Hier? Da ist er. Los, auf, festhalten, wir haben ihn. Nämlich in Ruhe. Ach, ich bin nein, es nicht. Nein, er ist es nicht. Aber, er ist es nicht. Das ist er doch. Bande. Ich werde wahnsinnig. Meine Damen und Herren, ich fahre in unserer Reportage fort. Herr Gutwetzer eben wahnsinnig. Also los, vorwärts. Rauf, pass dir. Ich will jetzt weiter müssen. Nicht. Dann los, ihm nach. Also wo ist er denn geblieben? Ja, niemand scheint zu wissen, wo er geblieben ist. Abgerutscht. Im Kamin.
Was? Schafft 47 nach sie. Blabberbob, so unmöglich. Aber ich schwör's Ihnen, er hat auf seine Frau eingesperrt. Ihre Frau? Unsinn, ich bin doch Patrick Petter aus Schottland. Wo wohnt Blabberbob? Ich weiß nicht genau, ich bin nachsam. Lassen Sie mich vielleicht durch, lassen Sie mich doch mal durch. Herr Petter Nummer 1 befindet sich augenblicklich im Kamin auf dem Wege vom 44. Stock zum Erdgeschoss. Sind das für Dreck? Verzeihung, Verzeihung. X. Jorko, wie siehst du denn aus? Ja? Ach, ich. Ich hab dir was mitgebracht. Was denn? Eingelöst. Ach, schön. Ach, dann ist ja alles wieder in Ordnung. X, X, X! Nicht einen Augenblick hat man seine Ruhe. Josua! Josua! Ist denn mein Diener Josua? Steht beim ganzen Tag zur Verfügung. Josua, mal auf. Ah, Master Pet. Da ist er ja. Fantastisch. Da bist du ja schon wieder, Patrick. Wie kommst denn du hier rein? Hm? Na, durch den Kamin. Ich hab dir ja gesagt, ich muss schnell zu meiner Frau. Kann man nichts machen, das ist Liebe. Hier, du lause Junge. Das sind Sie wirklich Peter Pett? Hoffentlich, wenn es noch einen dritten gibt. Und wer beweist mir, dass Sie glücklich verheiratet sind? Ich. Ich auch. Und ich. Und Blöberboom. Blöberboom. Das ist mein Vetter, Patrick. Ja, ich weiß doch. Ja? Einen Arzt. Einen Irrenarzt, bitte. Schon da. Warum bist du so ernst, Blöberboom? Freust du dich denn gar nicht? Hä? Kommen Sie mit. Sie wissen ja, wohin. Tja, man wird alt, Herr Notar. Da können Sie sich ja jetzt erholen. Na, ich muss mich jetzt auch erholen. Was ist denn? Was hat er denn? Hm? Der ist ja so verstört, der Arme. Geh nach, Josua. Pass auf ihn auf. X, ich bin Millionär. So siehst du aber nicht aus. Wieso? Du fall ich dir nicht mehr? Komm her, du Stolz. Was ist denn? Ja, was ist bitte? Ja, was ist? Hm? Ich meine, was ist mit Florenz? Gondelfahren? Nein, dann schon lieber Schottland. Ja, Mabel, du und Patrick, seit wann? Seit ich dich das erste Mal gesehen habe, Peter. Na, du lause Junge, müssen wir den Schlüssel da aufheben? Sei nicht so leichtsinnig mit deinen Millionen. Die eine Hälfte ist ja sowieso schon weg. Nein, willst du sie denn nicht haben? Ja. Oh. Also, und du hast gemeint, der nimmt's nicht. Peter. Ach, Peter, erzähl doch nichts.